Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei To The Core. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, seid ihr nicht dazu entscheiden solltet. Ja, das macht gut Schaden, wenn wir draufkommen, aber nicht mehr so viel wie vorher. Also schon deutlich weniger als vorher. Wir machen ja mehr Schaden, wenn wir jetzt hier runterkommen, ne? Ja. Das ist 3,65 mehr Schaden. Und das reicht sogar, um hier durchzukommen. Oh mein Gott. Okay, that's the play. Wir gehen hier hin und versuchen so schnell wie möglich nah an den Kern heranzukommen. So. Ah, Mist. Wir sollten den Kern vielleicht zerstören. Ich meine, wir dürften jetzt stark genug dafür sein. Allein unsere Missiles machen die dann schon kaputt. Und dann gehen wir nur auf Prestige und jetzt sammeln wir hier alles. Wir gehen in die Mitte. Wir gehen in die Mitte. Jetzt haben wir den maximalen Schaden, oder? Wir haben jetzt 8,5 Damage Boost. Okay, jetzt haben wir endlich mal eine ordentliche Menge Kobalt. Okay, jetzt können wir dann endlich mal ein bisschen was mit Kobalt upgraden. Oh ja. Ihr habt's gesehen. Da waren einige Kobalt-Upgrades drin. So, dann versuchen wir jetzt nochmal den Planeten. Auf Prestige 1 weiterhin. Ich glaube, diesmal kommen wir schneller nach unten, oder? Ja, es geht so. So. Reicht das jetzt nochmal für ein paar schöne Upgrades? Das Damage Upgrade reicht das? Okay. Wie gesagt, wir können auch nochmal hier upgraden, ne? Ah, 9 Millionen kostet das auch schon. Das ist ein bisschen blöd. Wir brauchen sehr viel Kohle für diese Upgrades da. Aber wir haben noch einen Planeten, den wir freischalten können. Der kostet 2 Billionen. Ich blicke gerade auf den Heimatplaneten nochmal Prestigen. Ich weiß halt nicht, wie schwer das jetzt wird. Alter Schwede, wir haben uns einfach durchgefressen. Wir haben uns einfach durchgefressen. Oh, guck mal auf unser Geld. Wir haben einfach 10 Milliarden. Was ist da los? Hahaha, wir haben 50 Milliarden. Okay, jetzt wird es echt ein bisschen schwieriger hier durchzukommen. Dafür sammeln wir jetzt ordentlich viel Eisen und damit können wir auch unseren Drill wieder upgraden. Ich glaube, wir können auch mal prestigen. Hahaha, jetzt haben wir gleich, wir haben die erste deutsche Billion. Die englische Trillion haben wir gleich. Nochmal Prestige. Warum nicht? Nochmal Prestige? Ich bin so mächtig. Oh mein Gott. Habe ich endlich meinen Endboss gefunden? Nee. Nochmal Prestige. Nochmal Prestige. Nochmal Prestige. Na gut, dann nochmal Prestige. Okay, ich glaube, jetzt wird es zu hart. Aber jetzt können wir uns nochmal Eisen holen. Okay, das Spiel ist eskaliert, oder? Aber absolut. Das ist absolut eskaliert, das Spiel. Aber jetzt kommen wir nicht hier.
Wollen wir das Spiel noch mehr eskalieren lassen? Ich überlege gerade, ob ich es noch mehr eskalieren lasse. Was ist denn, wenn wir jetzt hier auf diesen Planeten gehen und die Kohle da abbauen? Ich glaube, aber hier kommen wir nicht zum Kobalt, ne? Dann sollen wir vielleicht auf den Mond gehen. Oh, den hatte ich schon, okay. Prestige. Ah, den habe ich sogar schon auf 5. Prestige. 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 Jetzt Kohle holen, mal gucken. Oh, die Kohle geht nach oben. Können wir uns den Schwefel holen? Ja, der Schwefel ist zu hart jetzt. Noch. Wir können das umgehen. Umso näher wir zum Kern kommen, desto besser. Wir können sogar noch mal locker prestigen. Wir machen das jetzt auch, aber ich bleib dann in dem Level hier, um den maximalen Schaden zu bekommen. So, jetzt gehen wir in die Mitte. Oh ja, jetzt geht's easy. Ah, mehr oder weniger. Wir müssen ein bisschen aufpassen. So, jetzt können wir aber mal in den Shop gehen und mal gucken. Wir können jetzt sehr, sehr viel Gunpowder produzieren. 83 Millionen. Wir reden jetzt schon über Millionen Gunpowder. Und wir reden auch schon über 500.000 Stahl. Das sind so die Dimensionen, über die wir jetzt mittlerweile reden. Wenn wir dieses Spiel hier spielen. Das sind so die Dimensionen, über die wir quatschen. Alter Schwede. Das escalated quickly, ne? Das ist sehr schnell eskaliert hier, muss man einfach sagen, wie es ist. Das ist massiv schnell eskaliert. Am Anfang so, oh mein Gott, geht das alles langsam. Oh, und jetzt einfach. Wir töten sie alle. So, ich weiß, wir haben noch einen neuen Planeten, wo wir auch noch hingehen müssen. Ich hab's nicht vergessen, liebe Leute. Aber ich habe gerade so viel Spaß. Es tut mir echt leid, aber ich habe gerade einfach so Spaß. Ich muss jetzt einfach mal hier 345 Millionen Gunpowder herstellen. Warum? Weil ich gerade so Spaß dran habe. Ich hab keine Ahnung. Das ist einfach nur, es ist einfach herrlich. Das Spiel macht mir mehr Spaß, als es sollte. Vor allem mittlerweile. Am Anfang war es ja noch sehr lahm. Mittlerweile fühle ich mich so, als würde ich die ganze Zeit was zu tun haben. Dann wollen wir noch Glas craften, ne? Genau, weil wir haben kein Glas mehr. Okay, dann können wir nicht nur die Glassachen herstellen. Wir haben auch jede Menge Kobalt übrigens. Ja, so viel ist es auch nicht. Wir sollten mehr Kobalt abernten, ne? Da sollten wir mal schauen, dass wir das jetzt demnächst mal in Angriff nehmen. Wir haben also jede Menge Kohle für Rüstungsupgrades. Das heißt, wir können jetzt nochmal easy nochmal in Kerne rankommen. Wir können nochmal das Fuel verbessern, weil wir tiefer sind. Und wir können nochmal unsere Missiles verbessern. So, dann können wir nochmal die Granaten verbessern. Ach, noch mehr Granaten-Capacity, okay. Nice. So, dann können wir mit den Gemstones hier noch was upgraden. Ja, wir können eigentlich alles upgraden einmal. Können sogar nochmal upgraden. So. Okay. Dann lassen wir mal den neuen Planeten hier noch freischalten. Was gibt's denn da eigentlich? Oh, Plants, Soil und Clay. Ist das ein bewohnter Planet?
Oh, da oben sind Aliens, seht ihr das? Wollen die mich angreifen? Ja, die greifen mich, glaube ich, an. Ich glaube, das ist deren Heimatplanet oder so. Warum ist da oben links ein Timer? Der war vorher nicht da. Okay. Aber was können wir damit jetzt kaufen, ist die Frage. Wir haben noch nichts, was das braucht, oder? Doch. Nice. Organic Tanks. Wir brauchen aber jede Menge Kohle. Wir brauchen jede Menge Kohle. Mehr Crits. Können wir Circuitboards eigentlich schon herstellen? Ne, wir haben noch keine Diamanten, ne? Wo ist denn das nächste Vision Upgrade? Das ist das hier, dafür brauchen wir Sand. 500 Millionen Sand. Dann sollten wir das doch mal in Angriff nehmen, oder? Wir sind nämlich so stark schon, dass ich das Gefühl habe, dass wir als nächstes zum nächsten Planeten sollten, wenn ich ehrlich bin. Hier war 15 Sand, hier war auch 15 Sand. Eis brauche ich? Weiß nicht, ob ich Eis brauche. Aber lass mal den Planeten hier auf jeden Fall mal eben Pet upgraden. Den hatten wir schon, okay, Moment. So. So, wir haben easy genug. Wunderbar. Das nächste Vision Upgrade drauf, wir brauchen wir Circuitboards, Diamanten und Stahl. Wir können aber mit Sand jetzt übrigens den Fuel boosten. Auch sehr gut. Okay. Okay. Wir sollten wirklich noch ein bisschen Kohle holen. Wir können jetzt neue Planeten freischalten, ne? Wir haben hier einen mit Gold, Stein und Schwefel und hier ein Diamantplanet. Oh, für zwei. Oh, wir haben nicht genug. Ich wollte Kohle holen, habe ich gesagt, ne? Kohle. Gute alte Kohle. Den können wir übrigens auch holen mit Uran. Okay, Kohle war. Theoretisch war das der Planet auch mit dem. Hier, der war das auch. Mit Kohle. Ach, warum ist das jetzt wieder auf Stufe 1? Hatte ich den nie geupgradet? Nur auf 2, okay. Ich dachte, das würden wir jetzt easy schaffen, aber wir sind immer noch sehr schwach, was das angeht. Ich meine, wir können es easy upgraden, aber dann kriegen wir das Kobalt, glaube ich, nicht mehr abgebaut. Ich glaube aber, jetzt ist auch Schluss mit den Upgrades hier. Gut, ich war ja wegen der Kohle hier, ne? Also, nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Ich war wegen Kohle da. Was wollte ich nochmal nutzen? Wofür wollte ich... Ach, dafür wollte ich die Kohle nutzen. Okay, da brauchen wir noch ein Upgrade. Oh mein Gott, ich dachte, ich werde ein bisschen höher. Oh,
Alter Schwede, wie man da weggestoßen wird. Wie gesagt, da kommen wir nicht, da werden wir nichts abbauen können. Aber wir haben jetzt genug Kohle hoffentlich? Nein, haben wir noch nicht. Oh mein Gott, wie viel Kohle man braucht. Puh. Wisst ihr, wo wir mal hingehen? Heimatplanet. Aus dem einfachen Grund, weil wir da bisher am besten Geld farmen konnten. Da sind wir halt auch einfach schon Prestige 16. So, wir können zum Diamantenplaneten. Wo ist der Diamantenplanet? Die Diamanten schalten mir sehr viel frei. Da ist er. Das klingt fast nach Nyan Cat. Die Musik. Okay, was können wir mit den Diamanten jetzt holen? Mit dem Eis können wir noch jede Menge Sachen holen. Aber hier können wir jetzt Kobalt Covering und hier können wir Diamant Covering vermutlich, ja. Hier oben war da auch noch was. Hier. Ah, der Diamant Drill. Perfekt. Okay, dann gehen wir da nochmal drauf. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Boah, das wird ganz schön schnell teuer. Oh, wir haben die Farms freigeschaltet. Okay, und die bringen uns jetzt was? Wir müssen Organic Matter sammeln, das können wir doch, glaube ich, hier machen, oder? Ich glaube, man muss die töten, oder? Um Organic Matter zu bekommen, ja. Ich glaube, ich brauche Organic Matter im viel größeren Stil, kann das sein? Ach schon. Aber was ist das mit dem Farming jetzt? Irgendwie Seed Increase Chance? Okay. Aber wir können auch Circuitboards jetzt herstellen, weil wir Diamanten haben, ne? Immerhin. Das heißt, wir können da auch wieder was Neues machen. Hm. Aber das hier verstehe ich halt noch nicht so ganz. Ich glaube, wir müssen diesen Planeten irgendwie nochmal höher bekommen. Da war gerade irgendwas mit einer Seed oder so. Irgendwie Seed haben wir gerade entdeckt. Muss man irgendwas abbauen dafür, oder was? Da muss man hier Blöcke abbauen und da kann man Seeds finden und dann kann man das wieder auf einer Farm anbauen. Warum habe ich so wenig Fuel, als ich gestartet bin gerade? Boah, weil das Ding einfach mir sofort den Fuel abzieht. Ich darf es halt nicht berühren, ne? Gucken wir mal ganz kurz hier, ob wir jetzt noch was Neues holen können. Hm. Mehr Fuel ist immer gut. Mehr Granaten ist auch immer gut. Okay. Nur eine höhere Chance und jetzt... Okay, wir können das jetzt upgraden mit Seeds. Okay, und dann... Statt das ein Iron pro... Sekunde her. Wow. Und jetzt können wir da Kerne reinpacken. Aber oh mein Gott. Bei 189.000, okay. 1 Million. 3 Millionen. 6 Millionen. Packen wir einfach alle rein. Warum nicht?
Kann man wieder rausnehmen. So, jetzt machen wir 1,4 Milliarden Eisen pro Sekunde. Das heißt, wir dürften noch dieses Ding hier bald. Ja gut, das braucht auch sehr viel Eisen, aber wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf unseren Eisenplaneten gehen, nämlich unsere wunderbare Heimatwelt. Nee, ich wollte nicht Prestige 3. Das wäre ein bisschen niedrig, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte schon 17. Ich wollte schon, dass das wehtut. Da habe ich noch Iron Seeds jetzt hier, oder nicht? Ich glaube, ich habe keinen einzigen gefunden gerade, kann das sein? Doch, ich habe 4000 Seeds, okay. Wie hoch geht das? Wir machen eine Viertelbillion jetzt. Das heißt, wir müssten das jetzt hier eigentlich relativ schnell upgraden können, ja? Wir können jetzt theoretisch warten und upgraden. Und der Drill Damage wird jedes Mal um 400 erhöht jetzt mittlerweile. Das sind kranke Werte, Leute. Das Spiel eskaliert komplett. Oh ja, es eskaliert einfach komplett. So. Jetzt können wir doch bestimmt mehr Circuitbots bald herstellen. Wenn wir Diamanten farmen, dann können wir Circuitbots herstellen. Ja, wir müssten halt noch Kohle-Dinger finden, ne? Moment, wir müssen noch hier unsere Farm upgraden, ne? Wir müssten das gleich noch mit Kohle schaffen, das wäre super. Ich meine, hier ist nicht so viel Kohle wie auf dem anderen Planeten, ne? Aber auf dem anderen Planeten ist halt Kobalt und das ist halt das Problem an dem anderen Planeten. Weil der Kobalt ist halt echt übel. Hast du das gerade richtig gesehen, dass es freigeschaltet wurde? Wir haben sogar Kobalt-Seeds, oh mein Gott. Damit sind unsere Kobaltprobleme gelöst. Aber wir müssen sogar prestigen, um überhaupt dann was Großes rauszubekommen. Machen wir hier mal 10 Stück rein. Hier machen wir auch mal 10 Stück rein. Dann, sobald es halt dann geht. Ich meine, wir können ja noch mal ein paar mehr Seeds sammeln. So, schauen wir mal. Nur einen einzigen Kohle-Seed haben wir bekommen. Aber jede Menge Kobalt-Seeds, lustigerweise. Das ist weird, aber jetzt können wir auf jeden Fall die Kobalt-Sachen bald upgraden ohne Probleme. Weil wir halt extrem viel Kobalt machen. Nice. Aber dann müssen wir vermutlich auf unseren Mond von unserem Planeten, ne? Weil dann ist das vermutlich der Planet, wo man Kohle-Dinger farmen kann. Da kann man dann Rock farmen. Obtained Rock Seed. Rock Seed, Rock Seed. Aber kein Kohle-Seed. Bisher. Ich meine, wir können auch das Prestige sowieso viel höher schalten, aber schauen wir mal. Leider obtainen wir die ganze Zeit nur Rock Seeds und keine Coal Seeds. Wir haben nur einen einzigen Coal Seed. Aber wir haben auch nicht jetzt besonders viele, die Drop-Chance ist halt sehr gering von Kohle, sehe ich gerade. Richtig, richtig gering. Das ist fies, weil Kohle brauchen wir eigentlich sehr dringend. Für Upgrades. Okay, lass uns mal den nächsten Planeten freischalten. Den hier können wir freischalten. Mit Gold übrigens. Oder nehmen wir den Uranplaneten. Ist das nicht der hier gewesen? Doch. Ah, 700, das können wir uns nicht leisten. Aber dann gehen wir mal hier hin. Wir haben wieder Rock Seeds, natürlich.
Da haben wir ordentlich Gold. Wir brauchen Gold noch für gar nichts, glaube ich, derzeit, aber ist ja auch wurscht. Ich muss erst mal schauen, dass wir Kohlesamen bekommen. Das ist schon nicht ganz unwichtig, würde ich behaupten. Ich meine, Rockseeds bringen jetzt nicht wirklich viel, wenn ich ehrlich bin. Dafür müssen wir vermutlich das hier upgraden, ne? Dafür brauchen wir Organic Matter und dafür müssen wir wieder auf diesen Planeten hier. So dumm es halt ist, aber es ist halt immer so. Warte mal, was ist das denn hier? Solar Damage, Block Health Surge. Okay. Schauen wir mal. Verstehe ich nicht genau. Verstehe ich nicht. Ist aber auch wurscht. Oh, die halten jetzt aber auch deutlich mehr aus, aber dafür geben sie, glaube ich, auch mehr. Also auch nicht, keine schlechte Rechnung jetzt. Ich weiß halt nicht, ob ich hier unten jemals durchkommen werde jetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist es vorbei, da durchzukommen. Ich meine, wir kommen da bestimmt durch mit viel Arbeit und so, aber... Wir sammeln schon gut Organic Matter jetzt. So, wir haben einige tausend Organic Matter. Mal gucken, ob das jetzt reicht, um das ein bisschen zu erhöhen, die Chance. Oh ja. Haben wir da schon irgendwelche coolen Seeds? Nee, ne? Aber jetzt dürfen wir doch hoffentlich ordentlich Seeds machen. Gehen wir mal auf den Heimatplaneten, weil da haben wir den sehr hohen Multiplier. Und vielleicht ist es egal, was für Blöcke man abbaut, man kriegt einfach random irgendwelche nach Drop-Chance. Und dann halt mit Multiplikator von 5832, das könnte ganz geil werden, wenn das so ist. Der Part ist nämlich schon 111 GB groß, ich muss bald echt aufhören, weil der Part zu groß wird. Ich muss das zusammenschneiden irgendwie und dann Festplattenplatz frei machen. Dass ich mal ein Spiel hätte, habe, bei dem es wirklich das Problem ist, dass ich nicht genug Festplattenspeicher habe, weil die Aufnahme hunderte Gigabyte groß wird. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber wir haben immer noch keine Cold Seeds übrigens. Ja, aber das hat zu viele Effekte, glaube ich. Das geht zu sehr ab mit den ganzen Pixelnveränderungen und so. Ich glaube, das ist der Grund dafür, dass das so extrem viel Bitrate braucht. Es ist krank, wie viel Bitrate das gerade braucht. So. Was ist das denn hier für ein Ding? Da. Achso, das will ich nicht unbedingt haben, aber das hier. Aber wenn wir jetzt auf den Mond gehen, kriegen wir dann Kohle? Das und noch viel mehr werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!